Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Try Dawn of Man. Das ist jetzt die letzte Vorschaufolge. Mal gucken, was wir dieses Mal noch machen können. Zumindest legen wir jetzt hier auch ordentliche Vorräte an. Und ich hatte beim letzten Mal auch gesagt, hier, wir können neues Wissen freischalten. Schauen wir doch mal, was wir lernen können. Also entweder Spiritualismus oder Hundedomestizierung oder Schleudern. Ich glaube, ich probiere es mal mit der Spiritualität. Vielleicht sind die Leute auch gerade einfach unglücklich. Wir sind ein bisschen schlecht drauf gewesen. Spiritualität freigeschaltet. So. Ah, damit kann ich die Moral in der Siedlung verbessern. Ja, das passt ja perfekt. Super, bauen wir gleich mal ein Totem. Hier. Oh Gott. Ein Totem. Ein Bauwerk, um die Natur zu verehren. Und was ist das hier? Totenkopfpfahl? Ein Bauwerk als Erinnerung an die Toten. Oh, das passt. Wir haben ja einen Toten, ne? Insofern. So, das Ding hier setzen wir mal hier hin. Oder hier? Da sieht's doch gut aus. Richtig cool. Okay. Und ein Totem wäre natürlich auch nicht schlecht. Oh, lecko mio. Was ist das denn für ein hässliches Teil? Okay. Ja. Wir machen jetzt hier einen auf schöne Naturreligion. So, fettes Totem. Hier, warte mal. Das sieht da ein bisschen blöd aus. Ich glaube mal, das setze ich so hier nach hinten. Dann können sich die Totems gegenseitig angucken. Okay, Totenkopfpfahl das erste Mal gebaut. Super. So, und hier kommt jetzt noch der hässliche Mega-Totem-Dingsbums. So. Oh. Och Gott, und Imin setzt sich jetzt hier vor den Totenkopfpfahl und betet erstmal eine Runde. Ich frage mich, ob der Jorik ihr Mann war. Ich weiß es nicht. Das sieht man ja leider nicht, wer jetzt hier mit wem zusammen ist oder so. Aber da geht hoffentlich die Moral nach oben. Ja, sie geht langsam, stückweise. Okay. Erlangt Moral zurück. Oh, das ist cool, dass man das hier machen kann. Das ist doch mal schön. Also, Jorik, dieser Pfahl ist für dich. Oh, cool. Wir haben neue Menschen in der Siedlung, gleich mal zwei. Und neue Bevölkerung, wir haben jetzt mehr als 10, nee, wir haben 10 Leute, cool. Das ist doch nice. Okay, wenn wir das Ding hier fertig haben, oh, das sieht so furchtbar hässlich aus, meine Güte. Ernsthaft? Mit Elchgeweih und Tierschädel und so. Und jetzt kommen hier immer neue dazu und die Leute basteln das jetzt hier alle zusammen. Eieiei, okay. Ja, wir steigen jetzt in Naturreligion für Anfänger ein, definitiv. Nice. Das ist irgendwie lustig. Ich finde das irgendwie... Okay, wenn ihr meint, Leute, dann ist das okay. So, mal gucken. Sehr schön. Und wir haben wieder 5 Punkte, die wir ausgeben können. Und dieses Mal werde ich Schleudern kaufen. Die können wir sicher für irgendwas brauchen. So, jetzt wird hier erstmal krass gebetet. Während der gute Marek hier nebendran steht, so, ach ja, pff, macht ihr mal. Ayek, erwachsene Frau. Marede scheint neu zu sein, okay. Turzor. Kerin kennen wir schon. Also da kam wahrscheinlich irgendwie ein Opa mit seinem Enkelchen oder so. Und Korik betet hier auch erstmal eine Runde. Ach ja. Es tut mir so leid, dass wir diesen armen Kerl da getötet haben. Mehrere Folgen zuvor, weil das mit dem Höhlenlöwen-Ding nicht so gut gelaufen ist, aber hey, da müssen wir jetzt halt durch. So, 14 Waffen haben wir. Ich glaube mal, ich werde jetzt noch ein, zwei Feuersteinspeere bauen. Oh, warte mal, schleudern. Jagen? Wie viel Leder haben wir denn noch? Okay, wir müssen demnächst sowieso jagen, wie es aussieht. Also das Ding sieht schon echt sehr bunt aus. Und Imin steigert jetzt auch wieder noch ein bisschen ihre Moral, indem sie hier ein bisschen betet. Okay, unsere Beeren gehen wieder kaputt. Ach Leute, warum esst ihr die nicht früher? Ah. Aber es sieht doch jetzt schon ganz witzig aus hier, unsere kleine Siedlung. 4 Häuschen, 2 Totempfähle. Alles super. Kriegen wir hin. Und es ist... Oh, Herbst, Herbst, Herbst. Moment.
Moment, hier waren doch irgendwo diese Bäume mit den Nüssen. Fuck it, wo waren denn jetzt hier diese Bäume? Hier. Leute, holt euch mal die Nüsse, bevor das Wetter zu schlecht wird. Ah, Scheiße, ich habe die Nüsse vergessen. Ich war so mit dem Totem beschäftigt. Ah, Mist. Hoffen wir mal, dass jetzt hier nicht irgendwie der Hunger grassiert, aber ich glaube, angesichts der Menge an Futter, die ich hier rumliegen habe, eher nicht. So. Kann man gleich wieder die Geschwindigkeit einschalten. Allerdings ist es auch ein ziemlich hässlicher Herbst, das muss man jetzt dazu sagen. Wäre schöner gewesen ohne das schlechte Wetter. War hier nicht noch irgendwo ein Nussbaum? Hatten wir hier nicht einen? Oder habe ich ihn abgehackt? Ich hoffe mal nicht. Das wäre jetzt ein bisschen peinlich. Der Händler ist angekommen. Okay. Schauen wir doch mal, was der Händler zu handeln hat. Vielleicht hat er ja irgendwas Cooles. Du hast einen Hund. Hundedomestizierung für 100. What the fuck? Okay. Die Dinger sind 10 wert. Ja, so viel habe ich aber nicht. Fuck. Brot. Holzscheite, Hülsenfrüchte. Da ist jetzt eigentlich nichts, was ich haben wollen würde. Das ist Mist. Warte mal, diese Holzspeere kann ich jetzt aber mal loswerden. Die sind nämlich scheiße. Das Fleisch ist nichts wert. Die Steine sind nichts wert. Das Einzige, was ich raushauen könnte, wären die Klamotten, aber das will ich jetzt nicht. Eine hohe Kommission. Aha. Okay, gucken wir mal. Also 3 gegen 3, warte mal hier. Wert 5. Können wir das so machen? Ja, okay, Hülsenfrüchte. Dann kriegen unsere Leute mal Hülsenfrüchte am zu essen. Ist jetzt auch nicht verkehrt. Und ich bin die blöden Dinger endlich los hier. Diese lästigen, scheußlichen Holzspeere, die sind wirklich kacke. Nehmen wir gleich nochmal 2 Feuersteinspeere und was haben wir denn hier noch? Knochenharpunen. Haben wir denn noch Knochen übrig? Einen zumindest, okay. Das ist ja schon mal ein Anfang, aber ich glaube mal, wir werden jetzt auf jeden Fall irgendwelche Tiere jagen müssen, damit wir wieder an Leder kommen. Was läuft denn hier Schönes rum? Wenn du hier schon vorbeikommst, dann wirst du auch gleich mal gegessen. Mal gucken, was hier passiert. Hier kommen unsere eifrigen Jäger. Und haben schon die Speere gezückt. Gibt gleich Wildschweinbraten. Muha. Lecker, Wildschwein. Oh, jetzt rennt das Viech aber wie eine gesenkte Sau. Alter, wie schnell sind die denn bitte? Krasse Scheiße. Wildschwein ist geflohen. Alter, Leute, ihr seid aber nicht sehr gute Jäger. Okay. Das ist jetzt mal nicht so hilfreich. So, gucken wir mal. Was bist denn du? Du bist ein Riesenhirsch. Vielleicht können wir Riesenhirsch essen. Wie wär's? Also, ich glaube, unsere Jäger sind nicht die geschicktesten. Jetzt müsstest du nur den Riesenhirsch irgendwie finden, fangen, whatever. Kommt, Leute, das kriegt ihr doch hin. Enttäuscht mich nicht. Es ist nur ein Hirsch. Das schafft ihr. Los geht's. Kommt. Lasst das Wildschwein nicht entkommen. Nein, das Riesenvieh hier. Eieiei, okay, das Viech rennt aber auch ganz schön fett. Leute,
Was haben die denn hier für ein Tempo? Wow. Okay, sie haben es erwischt. Zumindest ist es angeschlagen. Na komm, ein Wurf noch. Du schaffst es. Töte es. Was ist das hier? Ausdauer? Keine Ausdauer mehr. Okay. Na komm. Den einen Wurf, den schaffst du noch. Mach's platt. Los. Yes. Oh, cool. Sehr schön. Oh, da ist auch richtig viel Leder drin. Cool. Das hat sich dann wenigstens gelohnt, auch wenn sie es jetzt halt wirklich von Anno dazu mal heimschleppen müssen. Oh, lecco mio. Alter, okay, wo ist denn jetzt unser Dorf? Shit, wo ist unser Dorf? Ich muss es jetzt erst wieder finden. Ah! Wo war der Fluss? Okay, hier ist zumindest ein Fluss, aber ich glaube, es ist nicht der richtige. Okay. Dorf verzweifelt gesucht. Fuck, wo ist das Dorf? Hier, okay. Puh. Naja, dann ist es nicht ganz so weit, aber es ist schon so ein bisschen unpraktisch, sagen wir es so. Oh Mann. Meine verhinderten Jäger hier. Was ist das denn hier? Urzeitliches Bison. Ja, kommt Leute, hier schlachten. Immer schön mitnehmen. Das hier auch bitte. Also offensichtlich sind die Viecher hier bei der Kälte eingegangen. Das sind doch Ressourcen, die wir gerne mitnehmen. Dinge, die uns einfach in den Schoß fallen, nehmen wir immer. So, was haben wir hier? Das Fleisch hält noch eine Weile. Ja. Oh, hier sind die Löwen. Ah, deswegen liegen hier halb tote Viecher rum. Okay, dann das hier nicht. Aber hier gehst du hin. Warte mal. Kumpel, nicht weglaufen. Geh mal hier sammeln, bitte. Vielleicht lassen die Löwen uns ja was zu essen übrig. Wäre ja nett, wenn sie hier schon unsere Leute töten. Ja, das wird hier schon was. Sieht gut aus. Immerhin, es kam ein bisschen rohe Haut bei rum. Besser als nichts. Und sie hat zumindest ein bisschen Fleisch mitnehmen können. Wir haben jetzt ein bisschen Haut eingesammelt für keine Arbeit. Ist okay. Also da bin ich jetzt mal nicht schlecht drauf, deswegen. So, ist überhaupt irgendjemand zu Hause? Nee, sind alle irgendwie am Schaffen. So, könnt ihr hier noch ein bisschen bauen? Ja. Und hier kommt erstmal ein Berg Haut und so weiter. Okay. Das Tier wurde auch schon abgebaut, abgeerntet. Mann, ist das Wetter gerade schlecht. Uah. Da will doch niemand aus dem Haus. Und das kleine Mädel hier schleppt ein Stück mega riesiges Steak nach Hause. Ist auch okay. So ein leckerer Riesensteak möchte jeder gerne mal essen. Also ich würde es essen. So, erstmal schön alles trocknen, genau. Und irgendjemand muss mal hier dieses Zelt hier ein bisschen reparieren. Alter. Lass dich doch mal hier anklicken. Erstmal alle am Trinken, okay. Oh. Dieser Höhlenlöwe, geh woanders hin, du. Oh, hier kommt hier gleich die Löwenherde, okay. Wie wäre es, wenn du hier ein bisschen reparieren würdest? Das fände ich ganz cool. Damit unser tolles Lagerzelt nicht irgendwie zusammenkracht oder so. Keinen Bock gehabt, oder was? So, mal schauen. Was brauchen wir denn sonst noch so alles? Wir haben mehrere Schleudern. Ich glaube aber mal, wir brauchen auch noch ein bisschen... Was ist das denn hier? So, neue Werkzeuge sind natürlich auch nicht verkehrt, wenn man sie hat. Ach ja, doch, unser Dörfchen hat sich ja schon mal ganz gut entwickelt.
Vor allem mit diesem mega totem Pfahl. Da können sich die Leute dann auch gleich mal glücklich schätzen hier. Alter. Ah, Mann. Also diese Empfindlichkeit, die ist schon so ein bisschen sehr stressig. So, Leute. Aber uns fehlt noch ein bisschen Wissen. Also irgendwie müssen wir uns jetzt hier noch Wissen zusammensammeln. Ich wollte jetzt auch nicht die gesamten Klamotten des Stamms verkaufen. Ah, hier wird auch so langsam die Häute werden fertig. Das ist schön. Dann haben wir ein bisschen Vorrat. Ah, okay. Und hier der Turzer, der repariert jetzt auch erstmal das Zelt. Sehr schön. So gehört sich das. Wie geht's denn inzwischen der Moral unserer Truppe? Sieht alles wieder gut aus. Sehr schön. Okay. Könnte schlimmer sein, alles. Oh, was ist das denn hier hinten? Mammut. Mammutherde am Durchziehen. Ja, ich gebe ja zu, ich bin irgendwie in Versuchung, das zu testen, aber ich fürchte, das endet dann mit einem Riesenkill bei allen unseren Viechern. So, hier sind die Esel. Das ist natürlich auch so ein bisschen herausfordernd hier mit den kleinen Tierchen. Mufflons. Mufflons hatte ich, glaube ich, schon. Oh, das ist echt schwierig, sich das auszusuchen. Aber so ein mini kleines Mammut, das irgendwie so alleine durch die Gegend stapft, das wäre schon schön. Ah, verdammt. Ah, ich sehe schon, die Versuchung, die bleibt einfach. So, mal gucken, was sie hier werkeln. Hier wird noch gearbeitet. Zeug eingesammelt, auch sehr schön. So. Mal gucken, ob hier noch irgendwelche Tiere in der Nähe sind. Hier oben ist was. Was ist denn das hier? Was bist denn du? Ein Wolf. Oh, den können wir gleich mal töten hier. Das gibt dann auch noch mal Wissen. Vielleicht haben wir ja Glück. Aber offensichtlich geht es ihm ja gerade nicht so sehr gut. Wenn der sich jetzt hier zu unserer Siedlung schleicht, was er ja offensichtlich vorhat, dieses kleine Drecksviech, dann werden wir ihn gleich mal günstigerweise mit einigen Speeren begrüßen. Oh, hier kommen schon einige so. Kommt, macht den Wolf platt. Los, Leute. Yes, ein Wolf. Yeah. Und das gibt dann auch gleich mal ordentlich Haut und ein bisschen Fleisch und ein bisschen Knochen. So kriegt man sein Wissen auch zusammen. Einfach alles töten, was irgendwie gefährlich für die Siedlung aussieht. Und ich meine, es ist ja jetzt gerade auch echt sehr unangenehm winterlich, kalt und hässlich und so. Oh, was ist denn das hier? Das Viech sieht auch nicht sehr gesund aus. Vielleicht waren da die Löwen nicht ganz unschuldig dran. So, mal schauen. Da kommen schon die nächsten freundlichen Jäger. Okay, gucken wir mal. Du gehst jetzt bitte auch mit. Dann sind jetzt hier gleich mal drei oder vier Mann unterwegs. Du darfst auch noch mit. Ich glaube, dem geht es jetzt nämlich nicht so gut. Die ganzen Löwen, die hier rumcruisen, die haben alle irgendwie ziemlich Hunger, wie es ausschaut. Die suchen sich dann schon irgendwas zu fressen. Oh, fuck, die haben ja hier mal so richtig gewütet. Hammermäßig, okay. Die haben hier die ganzen Viecher abgeschlachtet. Krass. Yes, der erste Auerochse ist erledigt. Jawoll. So gehört sich das. Kam auch wieder ein bisschen Wissen zusammen. Sehr schön. Da fehlen jetzt nur noch zwei Dinge und ich habe alle Sachen zusammen, die man in diesem Abschnitt hier lernen kann. Eieiei. Ah, heftig. All diese Viecher, die haben ja mal richtig gewütet hier. Ah, den Höwenlöwen hat es offensichtlich dabei gekostet, als sie versucht haben, die Auerochsen zu jagen. Krass. Ah, so ein kleines Mammut. Verdammt. Es ist verlockend. Ich gebe es zu. Aber dann sind da die großen Mammuts und die freuen sich dann bestimmt nicht. Ja, komm du mal hierher, ne? Okay.
Kriegen die jetzt hier noch überhaupt was raus? Ja, ein Stück Fleisch. Nee, ein Stück Haut. Den Winter überlebt. Wieder ein Punkt. Okay, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein einziges Ding. Ist ja witzig. Okay. Also, ihr habt es gesehen. Man schafft es durchaus in einer brauchbaren Zeit hier auf den grünen Zweig zu kommen. Das ist jetzt der zweite Winter, den wir überlebt haben. Überleben, Wissen. Okay. Yeah. Okay, hier sieht man dann unser tolles kleines Dörfchen. Wir haben also offensichtlich ein bisschen was hingekriegt. Moa. Das heißt, ich schalte jetzt den letzten Punkt hier frei. Dann könnten wir zumindest ja, Hunde oder so. Hunde in unser Zuhause aufnehmen. Ich habe nur absolut keine Ahnung, wie das gehen soll. Ah! Hunde werden nach und nach zur Siedlung kommen und dir helfen, sie zu beschützen. Oh, das ist ja cool. Tja, dann bin ich ja mal, ne, gespannt, wie das dann irgendwann vielleicht weitergeht, wenn ich das hier gemütlich für mich weiterzocke. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Einblick in die Steinzeit. Wir bräuchten jetzt allerdings wirklich 15 Punkte, um uns hier die Keramik anzulernen. Das ist ein bisschen schade, dass das so viel ist, weil man hier ja schon relativ lange warten und werkeln muss. Aber okay. Es ist ein recht gemütliches Spiel, finde ich. Man muss seine Leute ein bisschen im Auge behalten, sonst passieren irgendwelche blöden Sachen. Aber ansonsten, es ist halt entspannt, relativ relaxed. Vom selben Entwickler stammt übrigens auch Planetscape. Wenn ihr so ein wuseliges Ding haben wollt mit Science-Fiction-Anstrich, lohnt sich das durchaus. Mir hat wenn es mir wieder einfällt, schreibe ich es euch in den Kommentar. Auf jeden Fall, das Game hat sich durchaus gelohnt zu zocken, deswegen bin ich auch auf Dawn of Man überhaupt gekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Vielleicht holt es euch ja selber. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann gucken wir doch mal, was wir als nächstes ausprobieren. Macht es gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Bis dahin und tschüss.